Dass er mit dabei ist, erscheint schon ein wenig kurios. Der Bundestrainer hat Mario Götze für die beiden Länderspiele gegen Finnland und Norwegen nominiert, obwohl Götze beim BVB noch keine einzige Minute gespielt hat. Ich habe am Donnerstag mit Thomas Tuchel gesprochen und auch dann am Sonntagmorgen nochmals. Er hat mir auch gesagt, dass der Mario Götze natürlich auch vielleicht ein bisschen Trainingsrückstand hat und er deswegen eigentlich am Wochenende auch nicht zum Einsatz kommt. Er war ja auch leicht angeschlagen, hat aber dann am Freitag früh das Abschlusstraining vollumfänglich absolviert. Das war für mich mal wichtig. Am Samstagnachmittag noch hatte Thomas Tuchel erklärt, dass Götze derzeit in der Bundesliga noch überfordert sei. Sein Fitnesszustand erlaube noch keine Einsätze. Da haben wir entschieden, dass es noch zu früh kommt. Er hat heute ohne Einschränkung trainiert, aber es reicht noch nicht fürs Spiel. Bis Mittwoch sind wieder einige Tage vergangen. Und für einen Einsatz im Test gegen Finnland wird es wahrscheinlich reichen. Götze selbst hat dem Bundestrainer jedenfalls keinen Korb gegeben. Anders als André Schürrle, der nach seinem grandiosen BVB-Debüt gegen Mainz die Länderspiele wegen Rückenproblemen abgesagt hat. Götze nutzt das schonende Training und die Zeit bei der Nationalelf zur weiteren Rekonvaleszenz. In dieser Woche können wir auch noch mal ein bisschen was an Belastung dazugeben. Er kann bei uns sicherlich dann auch noch mal ein bisschen Spielpraxis, einfach auch wichtig für die kommenden Wochen und Monate. Nun kann man darüber streiten, ob Götze das harte Aufbautraining im Verein besser täte und wie viel er überhaupt zum Einsatz kommt. Auf jeden Fall fühlt sich der WM-Held von Rio bei Joachim Löw immer besonders wohl.